Wir befinden uns in der Ausstellung Druidenfuß und Hexensessel im Frankfurter Palmgarten und wir werden hier eine Zeitreise zu verschiedenen Zauberpflanzen machen. Ich habe hier schon mal meine ganz spezielle Zauberpflanze mitgebracht. Zauberpflanzen sind ja etwas ganz Besonderes, Magisches. Zauberpflanzen haben besonders große, auffällige Blüten. Sie blühen zu besonderen Zeiten, wie zum Beispiel die Herbstzeitlose. Sie haben Wurzeln, die vielleicht wie ein Männchen geformt sind. Und mit diesen Zauberpflanzen verspricht man sich natürlich, einiges zu erreichen. Also wenn ich meine Zauberpflanzen sammle, ich wünsche mir Glück und ein langes Leben und eine ewige Jugend und vielleicht auch noch ein bisschen Glück in der Liebe. Und dann grabe ich mir auch Zauberwurzeln aus, mit denen kann ich heimliche Türen und Toren öffnen und dann finde ich da ganz sagenhafte Schätze. Aber diese Pflanzen wirken nur, wenn ich sie unter ganz bestimmten Bedingungen und an ganz bestimmten Orten sammle. Ich muss beispielsweise in der Nacht losziehen, dann darf ich auch nichts anhaben, vor allen Dingen auch keine Schuhe, damit ich Kontakt zu den Wurzeln habe, die im Boden sitzen. Ich darf nicht gesehen werden von anderen Leuten und muss auch manchmal ganz spezielle Instrumente zum Ausgraben dabei haben. Ja, und diese Pflanzen sammle ich dann meistens auch in ungerader Zahl, in Dreier-, Siebener- oder Neunerzahl und dann am besten im dunklen Hexenwald oder auf dem Friedhof oder unterm Galgen oder auf einem Weg, wo schon mal Leichen transportiert worden sind. Ja, gehen wir nun in die Antike. Griechen und Römer waren ja sehr pflanzenliebende Völker und sie glaubten auch, dass die Götter die Pflanzen erschaffen haben. Da gab es beispielsweise die Flora oder die Chloris, die war für das Wachsen oder überhaupt für das Entstehen der Pflanzen verantwortlich. Und die Flora hatte auch verschiedene Helfer. Sie hatte beispielsweise einen Geliebten, das war der Zephyr. Wenn der mit seinem warmen Hauch über das Land geblasen hat, dann war es warm, dann wurde es Frühling und dann fingen die Blumen an, sich zu entwickeln. Da gab es auch noch andere Götter wie die Artemis, die sorgten dafür, dass der Tau kam und dass die Pflanzen eben auch wuchsen. Ja, und dementsprechend waren eben auch einige Pflanzen gewissen Göttern zugeteilt. Es gibt beispielsweise eine Abbildung, dass der Zeus die Baumnymphen erschafft. Also es gibt einen Übergang zwischen menschlichen Wesen und Bäumen. Die sind dann auch meistens weiblich. Denken Sie daran, die Eiche, die Buche, die Weide. Gibt natürlich auch Ausnahmen, wie zum Beispiel der Ahorn. Es gab dann auch einige Pflanzen, die der Aphrodite zugeteilt waren. Eine wichtige Liebespflanze war beispielsweise die Myrte. Schon im Altertum war es üblich, Brautpaaren oder überhaupt jungen Paaren einen Kranz aus Myrte zu schenken oder einen Strauß aus Myrte zu schenken, was eben die Liebe noch weiter unterstützen sollte. Ja, Götter und die Pflanzen wurden häufig an heiligen Hainen verehrt. Hier haben wir mal so einen heiligen Hain symbolisch nachgebaut. Oft waren es aber auch nur Stellen, wo eben magische, altwürdige Pflanzen wuchsen. Ein wichtiges Heiligtum, das ist das Orakel von Delphi. Und dort wächst der Lorbeer. Das war ein heiliger Lorbeerhain. Und was hat es jetzt mit dem Lorbeer auf sich? Der Apoll, der war ja häufig den Gnaden, aber auch den Nymphen zugeneigt und er hatte sich einst in die Nymphe Daphne verliebt. Aber die Daphne wollte von der Liebe des Apolls nichts wissen, weshalb ihr Vater, der Flussgott, sie in eine Lorbeerpflanze verwandelte. Das war natürlich ein bisschen traurig für den Apoll, aber er sagte, okay, ich konnte so die Liebe der Daphne nicht gewinnen. Lorbeer soll fortan meine Pflanze sein. Und er kränzte auch sein Haupt und seine Leier mit einer Lorbeerpflanze. Außerdem galt der Lorbeer auch als wichtige Pflanze des Sieges, weswegen ja auch Kämpfer, wenn sie gesiegt hatten, auch einen Lorbeerkranz aufgesetzt bekamen. An diesen Orakelstellen wollte man ja gerne in die Zukunft schauen. Und das war natürlich eine Angelegenheit der Götter. Und Götter, die offenbaren sich nicht direkt den Menschen. Das heißt, man hatte hier den Lorbeer. Und man fragte Zeus, was wird mit mir passieren? Man hängte zu diesem Zweck Metallplättchen in die Bäume
die klimperten im Wind und das Laub raschelte auch ein bisschen. Und das wurde interpretiert als die göttliche Antwort. Aber auch nicht wieder von den Menschen direkt, sondern über Seherinnen. Und am Orakel von Delphi war das die Seherin Pythia. Die nahm verschiedene Nachtschattengewächse zu sich, also Tollkirsche und Bilsenkraut und vielleicht die Alraune. Und außerdem traten dort auch schwefelhaltige vulkanische Dämpfe aus, sodass sie sicherlich etwas benebelt war. Damit konnte sie dieses geraschelige Klimpere interpretieren und den Leuten dann mitteilen, was in der Zukunft mit ihnen passieren würde. Ja, eine weitere Pflanze, die auch an heiligen Hainen gepflanzt wurde, das war der Granatapfel. Ich habe hier mal eine Granatapfelfrucht in der Hand. Die hat hier eine sehr runde weibliche Form. Deswegen war sie auch ein Liebes- und Fruchtbarkeitssymbol. Zum anderen ist hier der Kelch an der Frucht erhalten. Der sieht so ein bisschen wie eine Krone aus. Deswegen galt der Granatapfel auch als Machtsymbol. Es gibt in der griechischen Mythologie auch noch eine ganz nette Geschichte, die etwas mit der Unterwelt, mit dem Hades zu tun hat. Eines Tages wurde ja Persephone von Hades in die Unterwelt entführt. Sie wurde ja seine Frau. Aber Demeter, die Mutter von Persephone, war darüber natürlich etwas betrübt. Und sie verhandelte mit Hades, dem Gott der Unterwelt, ob ihre Tochter nicht doch wieder nach oben gelassen werden könnte. Er sagte, okay, machen wir, unter der Bedingung, dass sie nichts aus der Unterwelt an die Oberwelt mitnimmt. Naja, okay, sie versprach es, das zu tun, aber Hades war natürlich auch ein bisschen listig. Er gab der Persephone einen Granatapfel zu essen. Sie schluckte auch die Kerne und die schleppte sie dann in ihrem Magen wieder an die Oberwelt. Sie hatte dementsprechend, Versprechen hatte sie gebrochen und deswegen musste sie jetzt einen Teil des Jahres bei Hades verbringen und konnte nur im Sommer, wenn halt alles blüht, bei ihrer Mutter, der Demeter, an der Oberwelt verbringen. Ja, eine andere Pflanze, die auch etwas mit Hades zu tun hat, ist die Pfingstrose. Die Pfingstrose galt in der Antike als eine ganz wichtige Zauberpflanze. Sie heißt wissenschaftlich Peonia officinalis und sie war dem Götterarzt Peon geweiht. Man wusste ja früher noch überhaupt nichts über die Inhaltsstoffe von Pflanzen, deswegen war Heilen irgendwie auch mit Magie verbunden und Heilpflanzen waren Zauberpflanzen. Der Peon konnte mit dieser Pfingstrose sehr gut heilen und er vererbte diese Pfingstrose später auch an seinen Sohn Asklepios. Und dieser maßte sich sogar an, Tote wieder zum Leben erwecken zu wollen. Und das fand Hades nicht so toll, denn wenn Tote wieder auferstehen, dann würde ja sein Totenreich oder seine Unterwelt entvölkert werden. Daraufhin war er so wütend, dass er sich einen Donnerkeil nahm und damit den Asklepios erschlug. Mit Zauberpflanzen konnte man natürlich nicht nur heilen, es gab in der Antike auch ganz berühmte Giftmischerinnen. Die wurden teilweise auch als Zauberinnen oder im Nachhinein auch als Hexen bezeichnet. Und drei berühmte antike Zauberinnen, das ist einmal die Circe, dann die Hekate und die Medea. Die Circe ist ihnen allen vielleicht schon mal begegnet, weil sie schon mal bezirzt worden sind. Sie spielte in der Odyssee eine wichtige Rolle, als nämlich Odysseus bei der Circe vorbeikam, sich auch in sie verliebte. Da wurden seine Gefährten in Schweine verwandelt. Er selbst konnte den Zauber brechen, weil er von Hermes ein ganz besonderes Zauberkraut bekommen hatte, nämlich die Zauberpflanze Moly, von der man gar nicht so genau weiß, was sie wirklich war. Es war möglicherweise die Alraune, kann aber auch ein Lauch oder noch sonst was anderes gewesen sein. Mit dieser Pflanze konnte er eben den Zauber von der Circe brechen. Dann gab es hier noch die Hekate, die entspricht nicht so ganz unserem Schönheitsideal, weil sie nämlich oft mit drei Köpfen dargestellt wird, einem Hundekopf, einem Pferdekopf und einem Rinderkopf. Sie hatte einen Garten mit vielen Zauberpflanzen und in ihrem Garten stand auch eine Eiche, an der hing das berühmte goldene Vlies. Hier haben wir dann noch die Medea. Die ist Tochter oder Nichte von Circe. Sie hat hier schon einen etwas abgetretenen, vielleicht bösen Blick
Und man sieht hier auch schon sehr schön, dass sie hier einen kleinen Hexenkessel vor sich hat und sicherlich einen Zaubertrunk herstellt. Daneben liegen Tollkirschen, dort sitzt auch eine Kröte. Das giftige Sekret der Krötenhaut wurde ja auch häufig in Hexentrünken verwendet. Sie konnte zweierlei Dinge bewirken. Zum einen, ich habe mir ja auch ein ewiges Leben oder ewige Jugend gewünscht, konnte sie Leute verjüngen. Dazu mussten allerdings die Leute zerstückelt werden, sicherlich ein bisschen riskant. Dann wurden sie in den Hexenkessel geworfen, wahrscheinlich gut umgerührt und dann wieder zusammengesetzt. Aber das funktionierte nicht immer, denn die Götter mussten dem Ganzen auch gnädig gesonnen sein. Dann hatte sie auch einen Gatten, den Jason, der betrug sie einst mit der schönen Glauke. Fand sie natürlich nicht so toll. Daraufhin nahm sie Zauberkräuter aus ihrem Garten, tränkte damit einen Mantel und diesen Mantel hängte sie der Glauke um. Daraufhin verbrannte sie innerlich. Sie brachte also damit die Glauke um und ihre Kinder brachte sie später auch noch um. Also schon ein bisschen makaber. In ihrem Garten, da wuchs auch die Herbstzeitlose, eine ganz wichtige Giftpflanze. Die wurde früher als Ephemeron bezeichnet, weil aber die Verwandtschaft der Medea aus Kolchis, also aus der Gegend vom Schwarzen Meer stammt, übertrug Linné den Namen später auf die Herbstzeitlose, also auf Colchicum autumnale. Dann haben wir hier noch eine weitere ganz wichtige Pflanze abgebildet, das ist der Eisenhut, einer der giftigsten Pflanzen unserer heimischen Flora überhaupt, was man ja auch merkt, wenn man über die Alpen geht, über Weiden, vieles ist abgefressen, aber der giftige Eisenhut bleibt noch stehen. Der sei angeblich aus dem Geifer des Höllenhundes entstanden. Überhaupt gab es viele Giftpflanzen, die man auch teilweise für Morde oder für Hinrichtungen verwendet hat. Es gibt ja auch noch den Schilling, auch eine einheimische Pflanze. Daraus hat man den berühmten Schillingstrunk hergestellt. Den musste ja bekanntlicherweise Sokrates trinken, woraufhin er leider starb. Ja, also wir haben jetzt eine Wanderung über die Alpen unternommen und sind jetzt in Mittel- und Nordeuropa angekommen, im Gebiet, wo die Kelten und Germanen gelebt haben. Ähnlich wie bei den Griechen galt es, dass die Natur beseelt war, das heißt diverse Götter oder auch Dämonen lebten in Pflanzen, in Tieren oder auch in Steinen. Also alles war belebt. Wir selber wissen gar nicht sehr viel von den Aufzeichnungen der Kelten und Germanen, mehr wissen wir eigentlich von den Römern, ihren Feinden, die halt einiges über Kelten und Germanen geschrieben haben. Eine ganz wichtige, belebte, beseelte Pflanze war der Holunderstrauch. Man glaubte nämlich, dass Frau Holle im Holunder leben würde. Und wenn man jetzt Teile vom Holunder abgeschnitten hat, beispielsweise die Rinde abgeschält hat, um daraus einen fiebersenkenden Tee herzustellen, dann musste man immer die Frau Holle um Entschuldigung bitten und auch den Hut ziehen, damit man eben nicht irgendwie böse von ihr behandelt wird, weil man eben ihren Wohnort, den Holunder, beschädigt hat. Man glaubte übrigens auch, dass die Frau Holle, die ja sehr erdverbunden war, es mit fleißigen Menschen gut meinte, mit faulen Menschen dagegen nicht so gut. Sie war sehr erdverbunden und man sagte auch, dass man die Kinder aus dem Holunderstrauch abholen könnte. Daher auch noch der alte Spruch, den Sie vielleicht auch noch können, Ringel, Rangel, Reihe, wir sind der Kinder Dreie, wir sitzen unterm Hollerbusch und machen alle husch, husch, husch. Ich weiß allerdings nicht, ob man dann Kinder, die man nicht gewollt hat, wieder zum Holunderstrauch zurückbringen konnte. Ja, dann stehen wir hier noch vor einer alten Eiche. Eichen können ja sehr alt werden, bizarre Strukturen annehmen. Deswegen war die Eiche dem Gewitter- oder Donnergott Dona gewidmet. Das liegt vielleicht auch daran, dass die Wurzeln der Eiche gerne an Wasseradern gehen. Das heißt, der Blitz schlägt auch tatsächlich relativ häufig in die Eiche ein. Sie kennen ja alle sicherlich den Spruch, Buchen sollst du suchen, Eichen sollst du weichen. Auf den Eichen hier sitzen Misteln, wobei zu sagen ist, dass unsere einheimische Mistel, Viscum album, eigentlich so gut wie nie auf eine Eiche vorkommt. Sie wächst eigentlich eher auf Obstbäumen, also auf Apfelbäumen, Birnenbäumen, auf Pappeln oder auch auf Kiefern.
die Mistel, die eigentlich auf der Eiche wächst, die Eichenmistel, Loranthus europaeus, ist eine Art, die eher im südöstlichen ja, oder im südöstlichen Mittelmeerraum vorhanden ist und bei uns eigentlich nur ganz selten ist. Aber die Geschichten um die Mistel und deren Kult bezieht sich halt immer auf Mistel, die auf Eichen wachsen. Die Misteln spielten im Kult der Kelten eine ganz wichtige Rolle. Sie alle kennen sicherlich den Druiden Miraculix aus der Asterix-Serie. Das war also ein heiliger Mensch. Er war sehr weise und hatte all das Wissen von dem Waldgott, dem Cernunnos, gelernt. Die Druiden, die trugen meistens weiße Gewänder, waren auch barfuß und stiegen dann auf die Eichen, um dort mit einer goldenen Sichel die Misteln zu schneiden. Die Misteln wurden dann aufgefangen und die durften also nicht den Boden berühren. Die klebrigen Beeren wurden abgemacht, in einen Hexenkessel getan und daraus wurde ein zauberkräftiger, heilkräftiger Trunk hergestellt. Man glaubte, dass man sich mit dem Schneiden der Misteln die Kraft der Eiche aneignen würde oder auch eine Art göttliche Kraft. Man sagte sogar, dass diese klebrigen Beeren eventuell das Sperma Gottes seien oder das Sperma der bei den Zeremonien geschlachteten weißen oder geopferten weißen Stiere. Diese Liste hat aber auch etwas Negatives an sich, denn in der Edda heißt es folgendermaßen: Der Lichtgott, der Baldur, ein allseits geliebter Gott, hatte einst den Traum, dass er sterben müsste. Daraufhin ließ er seine Mutter, die Freya, schwören, oder, nein, das war jetzt falsch, also er hatte den Traum, dass er sterben müsste. Das erzählte er seiner Mutter, der Freya, und die ließ alle Tiere und Pflanzen schwören, dass sie ihrem geliebten Sohn nichts antun würden. Nur die Mistel, die halt hier grün in einem Laubbaum wächst, die hatte sie übersehen, die konnte also nicht schwören. Und wie es ja auch bei uns immer gute Leute und Bösewichte gibt, hatte das der bösartige Loki mitbekommen. Der schnitt sich daraufhin ein Stück aus der Mistel heraus, schnitzte daraus einen Pfeil und gab den dem blinden Hödur in die Hand. Die Götter spielten aus Spaß Pfeilwerfen, war ja normalerweise überhaupt nicht schlimm, aber wie das halt so war, traf dieser Pfeil und der war tödlich. Baldur starb daraufhin, wurde aber später wieder zum Leben erweckt, gerade eben auch in der Winterszeit, wenn die Sonne wiederkommt, wenn es wieder heller wird, weshalb das auch später im Christentum mit der Geburt Christi gleichgesetzt wurde. Und daraus kann man vielleicht auch schließen, dass die Mistel eine wichtige Pflanze im Weihnachtsbrauch ist. Und Sie alle kennen ja den Brauch, der von Irland zu uns herübergekommen ist, zu Weihnachten Mistel über die Tür zu hängen und sich darunter zu küssen. Und überhaupt ist die Mistel eigentlich eine sehr, sehr wichtige Pflanze, eine heilbringende Pflanze. Sie spielt ja gerade bei den Anthroposophen eine wichtige Rolle in der Krebstherapie. Es gibt aber auch Misteltropfen, die gegen Herz- und Kreislaufschwäche eingesetzt werden. Ja, also in dem Holunderstrauch wohnte nach dem Glauben der Germanen die Frau Holle. Frau Holle war eine Göttin, die den Menschen gut gesonnen war, fleißige Menschen belohnte, Faulpelze eher bestrafte. Sie konnte auch das Wetter beeinflussen und das hat sich eben auch erhalten bis in die Grimmschen Märchen, bis zu dem Märchen der Frau Holle, denn da kennen wir auch die Frau Holle, die Federkissen ausschüttelt und die es dann schneiden lässt. So, sind wir ein paar Jahrhunderte weiter vorangekommen auf unserer Zeitreise. Mit dem ausgehenden Mittelalter war es ja so, dass kräuterkundige Frauen eben nicht mehr verehrt wurden, sondern eher als Hexen diffamiert wurden. Das hat damit zu tun, dass eben in der Zeit oder auch schon ein paar Jahrhunderte davor eine Art Konkurrenz zwischen dem heidnischen Glauben und dem aufkommenden Christentum bestand. Es war natürlich vom Christentum nicht unbedingt so gut angesehen, wenn Leute loszogen in den Wald an vielleicht magische Orte und dann Zauberformeln sprachen und die entsprechenden Pflanzen, auch wenn es Heilpflanzen waren, sammelte. Dazu kam, dass es in der Zeit halt häufiger auch
Hungersnöte gab, Krankheitsepidemien auftraten und man brauchte natürlich einen Sündenbock. Und da kam es sehr gelegen, dass es halt doch vielleicht etwas unheimliche Leute gab, die in den finsteren Wald gingen und die wurden eben für alles irgendwie schuldig gemacht. Dazu kam auch noch das Ende des 15. Jahrhunderts, das berühmte Buch Der Hexenhammer herausgekommen war. Dieses Buch wurde sogar in 26 Sprachen übersetzt und darin wurde genauestens beschrieben, wie man Hexen zu verfolgen hätte, wie man sie quält, wie man sie ausfragt oder dass es auch ganz legal ist, sie auf dem Scheiterhaufen zu verbrennen. Seitdem hatte also auch der Begriff Hexe eher etwas Negatives an sich. Der Begriff Hexe leitet sich ab von Hagazussa oder Hagezusse, das alte Weib in der Hecke oder auch die Zaunreiterin. Also das war jemand, der halt an etwas unheimlichen Orten lebte. Man warf den Hexen alle möglichen fiesen Dinge vor. Erstmal, dass sie sich mit unheimlichen Tieren umgeben haben, mit Kröten, mit Salamandern, mit Fledermäusen, mit schwarzen Katzen und so weiter. Und dass sie sich ihre sogenannten Flugsalben anmischten, mit denen sie dann zu geheimen Treffen fliegen würden. In diesen Flugsalben waren verschiedene Zutaten enthalten, verschiedene Nachtschattengewächse, also zum Beispiel Wilsenkraut, Stechapfel, Samen, dann aber auch also Opium, also der Milchsaft aus dem Schlafmohn, Eisen, Hutblätter. Und was sicherlich nur von den Inquisitoren dazu erfunden worden ist, das war das Fett ungetaufter Kinder oder auch Fledermausblut. Das war sicherlich übertrieben dargestellt, aber Flugsalben an sich hatte schon gegeben. Das war eine Art Modedroge. Man muss sich vorstellen, in der Zeit, die sehr entbehrungsreich war, da waren ärmere Leute sicherlich froh, eine Droge zu haben, um zumindest die Illusion zu haben, dass man eben an irgendwelche Plätze gehen kann, wo man feiern kann, ausgelassen sein kann. Ob man dabei im Sinn hatte, sich dann auch mit dem Teufel zu treffen, sich zu verschwören, das bleibt dahingestellt, das können wir gar nicht so genau nachvollziehen. Ja, also man rieb sich an manchen Körperstellen der Flugsalbe ein und der Besen wurde präpariert. Dann konnte man aus dem Schornstein aufsteigen und dann bei Nacht und Nebel zu Blocksberg reiten. Und nun sind wir hier angekommen, auf dem Blocksberg, wo wir allerhand Hexenpflanzen antreffen. Die wichtigste Zauberpflanze überhaupt, das ist die Alraune, die ja auch heutzutage wieder sehr modern ist, wenn Sie an die Harry-Potter-Verfilmung denken. Dort spielt die Alraune ja auch eine ganz wichtige Rolle. Die Alraune ist ein Nachtschattengewächs, was aus dem Mittelmeergebiet stammt, ist eine Rosettenpflanze und sie bildet am Grunde der Rosette violette Blüten, die in der Form so ein bisschen wie Tomaten- oder Kartoffelblüten aussehen. Das Interessante an dieser Pflanze sind aber die langen, tief in den Boden reichenden Wurzeln. Die sind dann teilweise auch verdickt und sind verzweigt. Die sehen dann gelegentlich aus wie eine menschliche Gestalt. Und je nach Form glaubte man, es würden Alraunen-Männlein oder Alraunen-Weiblein unter dieser Alraunen-Pflanze sitzen. Das war natürlich ganz besonders magisch und solche Alraunen-Männlein würden einem allerhand Kräfte verleihen. Sie bringen Glück in der Liebe, sie bringen ein langes Leben und sie bringen auch Reichtum. Man hat tatsächlich die Früchte der Alraune auch schon in der Antike verwendet. Die sind nämlich sehr aphrodisierend. Also man hat beispielsweise Alraunensaft dem Wein dazugegeben, der dann sicherlich sehr anregend gewesen sein soll. Kleopatra hat den schon verwendet. Ja, diese Alraunen, wenn die natürlich so zauberkräftig sind, mussten unter ganz bestimmten Bedingungen geerntet werden. Erstmal wachsen die Alraunen angeblich unter Galgen und wären aus dem Sperma eines Erhängten entstanden. Das ist schon sehr magisch. Dann muss man sich in der Nacht der Alraune nähern, am besten mit einem Schwert die Pflanze umkreisen und man kann etwas die Erde wegkratzen. Aber dann kann man die Alraune nicht so ohne weiteres herausziehen, denn sie schreit und dieser Schrei ist tödlich. Das heißt, da muss man sich etwas anderes ausdenken. Man nimmt sich am besten einen schwarzen Hund, am besten Nachbarshund,
bindet ihn an einen Strick und das andere Ende an das Alraunmännchen. Man lockt den Hund mit Futter, der läuft dann voran, zieht die Alraune raus, die Alraune schreit und der Hund fällt tot um. Deswegen ja auch Nachbarshund. Man selber hat sich die Ohren zugehalten und irgendwann liegt dann die Alraune auf der Erdoberfläche. Man kann sie an sich nehmen, man muss sie jeden Freitag in rotem Wein baden, man kann sie in ein Kästchen mit Samt und Seide legen und dann meint sie es gut mit einem und ja, sie verhilft einem zu Glück und Reichtum. Das sind also tolle Kräfte, weshalb diese Alraune auf mittelalterlichen Märkten häufig gehandelt wurde, aber auch für sehr, sehr viel Geld. Und das hat natürlich auch schon immer, wie das heute ja auch vorkommt, Fälscher aktiviert. Also es wurden verschiedene andere verdickte Pflanzen, Wurzeln oder Knollen in Form von diesen Alraunenmännchen geschnitzt. Und sogar der Kaiser Rudolf ist darauf reingefallen. Der hatte nämlich angeblich auch eine Alraune. Und die ist auch noch heute erhalten, denn in adligen Häusern hebt man ja auch alles auf und sammelt viel. Und ein Botaniker hat dieses Männlein einmal untersucht und das war die Zwiebel des Allermannsharnisch, ein Lauchgewächs aus den Alpen. Oder manchmal waren es einfach nur Rüben oder auch die Zaunrübe, ein Kürbisgewächs, was bei uns heimisch ist. Interessant ist auch, dass dieses Thema der Alraune immer wieder auch in der Literatur verwendet worden ist. Es gibt einen alten Roman zu Beginn des 20. Jahrhunderts geschrieben, wo durch künstliche Befruchtung eine Alraune hergestellt wird. Dieses Mädchen wächst heran, viele junge Männer verlieben sich in sie, und aber weil sie ja giftig ist, sterben die immer auf etwas mysteriöse Art und Weise. Dieses Motiv oder dieser Roman ist mehrfach verfilmt worden. Das letzte Mal in den 50er Jahren der Hildegard Knef in der Hauptrolle der Alraune. Ein weiteres Nachtschattengewächs, also eine Verwandte der Alraune, ist die Tollkirsche Atropa belladonna. Diese Tollkirsche ist auch eine sehr giftige Pflanze unserer heimischen Flora. Also wenn man mehrere Beeren isst, dann kann das auch schon tödlich sein. Der Name Atropa geht auf die griechische Mythologie zurück. Er bezieht sich nämlich auf die Schicksalsgöttin Atropos, die eben entscheiden kann, ob sie den Lebensfaden durchschneiden oder nicht. Belladonna bezieht sich darauf, heißt ja übersetzt schöne Frau. Und das bezieht sich darauf, dass es im alten Rom modern war, schöne große Augen zu haben. Und die Tollkirsche enthält ja das Atropin, was Pupillen erweitert ist. Deswegen haben sich früher die Frauen ein paar Tropfen Tollkirschsaft in die Augen gegeben, um dann eben schöne schwarze Augen zu haben. Diese Tollkirsche war auch eine wichtige Zutat zu den Flugsalben. Zum anderen war sie aber auch schon bei Kelten und Germanen sehr beliebt, denn wenn man nur eine kleine Menge zu sich nimmt, dann ist das erstmal anregend. Deswegen haben früher die Jäger auch Tollkirschen oder ein, zwei Tollkirschen gegessen, um die Sinne für die Jagd zu schärfen. Aber auch da musste man schon sehr aufpassen. Wenn man nämlich zu viel davon gegessen hat, war das natürlich nicht gerade sehr gesund. Dann haben einen die Walküren genommen und nach Valhall geführt. Und dort konnte man dann auf die Götterdämmerung warten. Und man bekam dort gleichzeitig auch noch ganz viel Geld. Ja, interessant ist auch noch der Stechapfel, Natura Stramonium. Diese Pflanze stammt aus Südamerika, ist dort eine sehr wichtige Schamanenpflanze und sie wurde etwa im 15. Jahrhundert nach Mitteleuropa eingeführt. Interessanterweise entwickelte sie sich dann bald als wichtige Hexen- und Zauberpflanze und die Samen waren Bestandteil in den Flugsalben und in den Zaubertrünken. Der Stechapfel ist eng verwandt mit der Engelstrompete, mit dem Unterschied, dass die Blüten der Engelstrompete hängen und die Blüten des Stechapfels stehen. Und auch diese Pflanze, die man ja heutzutage häufig in Gärten findet, ist eine sehr giftige Pflanze, die auch eine gewisse Magie an sich hat. Denn wenn man die Engelstrompete raucht, ergibt das ja Halluzinationen. Und das ist ja leider bei Jugendlichen doch immer wieder mal verbreitet. Und davor ist natürlich sehr ernsthaft zu warnen. Und wer kleine Kinder im Garten hat, sollte die Engelstrompete dort auch nicht pflanzen, weil sie eben sehr giftig ist.
Ja, wir haben jetzt einen Ausflug in den Hexenwald gemacht. Dort wachsen verschiedene Farne, unter anderem auch der Wurmfarn, der sehr häufig ist. Und Farne sind etwas ganz Besonderes, Magisches. Es hat sich bestimmt schon der eine oder andere Mal in einem Wald verlaufen. Und das kommt nicht so von ungefähr. Denn Farne galten als die sogenannte Irrwurz. Wenn man da drauf tritt, dann verläuft man sich hoffnungslos. Und man kann nur wieder nach Hause finden, wenn man entweder die Schürze auszieht und verkehrt herum wieder anzieht oder wenn man die Schuhe auszieht und linken und rechten Schuh vertauscht. Dann haben Farne aber noch eine besondere Eigenschaft. Es sind nämlich keine Samenpflanzen, sondern Sporenpflanzen. Also die Sporen sind die Ausbreitungseinheiten, das sind kleine Körnchen, ungefähr so klein wie Pollenkörner. Das hat man aber früher nicht gewusst, man sah immer nur, Farne vermehren sich, aber da sind keine Samen da. Folge, man hat geglaubt, die Farnsamen machen unsichtbar, waren also etwas ganz Begehrenswertes. Außerdem würden sie einem Kräfte verleihen, dass man dann wie 20 Mann arbeiten kann und es ist auch wieder Glück für die Liebe und das Geld geht einem auch nicht aus. Aber wie kommt man jetzt an solche magischen Farnsamen heran? Also man hat sicherlich dann die Farnsporen gesammelt. Und das ist natürlich was Geheimnisvolles oder vielleicht auch etwas Magisches, sodass man sich dem Teufel verschreiben muss. Es hieß, man durfte in der ganzen Adventszeit nicht in die Kirche gehen und nicht beten. Und dann musste man sich mit dem Teufel verabreden und der gab einem dann irgendwann das begehrte Tütchen mit dem Farnsamen in die Hand. Und wenn man die hatte, dann, wie gesagt, konnte man unsichtbar werden oder hatte auch sagenhafte Kräfte. Die Farnsporen sind aber noch etwas anderes, Geheimnisvolles. Wenn man sie nämlich in eine Flamme bläst, dann gibt es eine Art Staubexplosion, also es gibt eine wirklich kleine, helle Stichflamme. Und das haben sich früher Leute zunutze gemacht zur Anfertigung von Theaterblitzen. Sie haben die ersten Blitzlichter in der Fotografie angefertigt und Feuerschlucker arbeiten damit. Es ist also ein ganz magisches Material. Die Sporen von dem Bärlapp, von Lycopodium, werden deswegen auch als Teufels- oder Hexenmehl bezeichnet. Also gehen wir wieder ein bisschen weiter und kommen im 18. Jahrhundert, im 19. Jahrhundert an, in der Zeit der Romantik. Man wusste mittlerweile eine ganze Menge über die Inhaltsstoffe von Pflanzen, wie sie wirken. Das heißt, Heilen war nicht mehr mit Magie verbunden. Also irgendwie hatten manche Pflanzen ihren Zauber verloren. Dazu kam auch, dass im Zuge der Industrialisierung, dass eben viele Wälder abgeholzt worden sind, es gab gar nicht mehr diese schaurigen, finsteren Hexenwälder. Und in diesem Zuge kam eigentlich eine Bewegung auf, zurück zur Natur. Das wurde schon gefördert durch Goethe, der zum Harz gereist ist, dort auf den Brocken gestiegen ist und die Geschichten von Blocksberg kennengelernt hat, von der Walpurgisnacht und auch literarisch im Faust verarbeitet hat. Und das wurde also alles verherrlicht. So kam es also dazu, dass man die alten Sagen und Legenden sammelte. Und die Brüder Grimm haben ja auch anhand dieser alten Geschichten ihre Märchen geschrieben. Und es ist faszinierend, dass dort wirklich so diese alten Zauberpflanzen auch wieder eine Rolle spielen. Man denke da einerseits an das Märchen der Frau Holle. Frau Holle ist nach wie vor eine Frau, die das Wetter beeinflussen kann, die ja ihre Federkissen ausschüttelt. Andererseits ist da von einem Holunder nicht mehr die Rolle. Ein wichtiges Märchen ist Aschenputtel. Dort ist es ja so, dass Aschenputtel auf das Grab der toten Mutter drei Haselzweige pflanzt, auch wieder in magischer Dreierzahl. Und sie geht dort immerhin zum Grab und kann von den Haselsträuchern kann sie goldene Schuhe und auch ein goldenes Kleid bekommen. Damit kann sie dann zum Tanzen gehen und gewinnt dann ihren Prinzen. Interessanterweise ist der Haselstrauch auch schon eine alte, wichtige Pflanze bei den Germanen. Und da hieß es auch schon, dass man unter einem Haselstrauch Schätze bergen kann. Die Haselnuss ist auch eine wichtige Pflanze in der Liebes- und Fruchtbarkeitssymbolik. Manchmal sind zwei Haselnüsse miteinander verwachsen. Die werden dann als Philippchen bezeichnet und sie bringen also jungen Paaren und Ehepaaren sehr viel Glück. In der Zeit der Romantik glaubten viele Künstler, Schriftsteller, Komponisten, sich durch pflanzliche Drogen inspirieren zu lassen.
Das waren also sozusagen auch Zauberpflanzen. Es war also sehr in, Drogen zu konsumieren, und man schreckte da eigentlich auch vor nichts zurück. Man nahm Opium, das war vor allen Dingen in England üblich. In London gab es regelrechte Opiumhöhlen, und Opium war eher eine Modedroge der Frauen. Dann rauchte man auch Haschisch und man konsumierte Kokain. Und eine ganz wichtige Modedroge in Frankreich, das war der Absinth. Absinth ist ein alkoholisches Getränk, in dem der Absinth bzw. Wermut enthalten ist. Das ist eine Beifußart. Dieser Absinth wurde von Pernod erfunden, einem Franzosen, der in der Schweiz lebte. Dieses alkoholische Getränk ist sehr hochprozentig und enthält neben dem Absinth halt noch verschiedene andere Kräuter, wie zum Beispiel Anis, Isop oder Fenchel, ist also sehr aromatisch und riecht auch erstmal sehr gesund. Dieses Getränk wurde deshalb zunächst den französischen Soldaten im Algerienkrieg als Medizin angeboten. Sicherlich einerseits wegen der desinfizierenden Wirkung, andererseits diese ätherischen Öle sind ja auch anregend für die Magen-Darm-Tätigkeit. Man gewöhnte sich aber bald sehr schnell an den Genuss von dem Absinth. Dieser Absinth ist grün gefärbt, deswegen traf man sich in Paris zu der sogenannten grünen Stunde, wo der Absinth, der auch als grüne Fee bezeichnet wird, konsumiert wurde. Dieser Absinth wurde auch wie in einer Art Zauberzeremonie zu sich genommen, denn dieser hohe Alkoholgehalt, der musste ja reduziert werden. 73%, das kann irgendwie kaum ein Mensch aushalten. Das heißt, man gab den Absinth, gab eine ganz spezielle Absinthgläser. Dann nahm man einen speziellen Absinthlöffel, tat darauf etwas Zucker, den man im Alkohol tränkte, und das Ganze wurde angezündet. Dieser Löffel, der enthält meistens Löcher, sodass der brennende Zucker in das Glas tropfte. Dadurch brannte der Alkohol, der wurde eine Zeit lang brennen gelassen, und dann wurde das Ganze mit Wasser gelöscht, sodass der Alkoholgehalt etwa bei 40% lag. Man gewöhnte sich daran und konsumierte ihn und meinte halt dadurch ganz tolle Ideen zu haben. Man hat allerdings dabei vergessen, dass der Bitterstoff aus dem Absinthbeifuß, das Thujon, dass der schädigende Wirkung auf das zentrale Nervensystem ausübt. Also ein zu hoher Absinthgenuss konnte auch zur Verblödung führen. Und es heißt ja auch, dass der Vincent van Gogh sein Ohr in einem Absinth-Saufgelage verloren hat. Als man das festgestellt hatte, hat man den Absinth in Europa verboten zu Beginn des 20. Jahrhunderts, wobei er in Portugal sicherlich auch immer noch illegal weiterhergestellt worden ist. Heutzutage ist der Absinth wieder ganz normal legal zu erhalten, wobei der Thujongehalt deutlich reduziert ist. Spannenderweise ist der Absinth auch wiederum eine alte Zauberpflanze, die nicht nur im Absinth eine wichtige Bedeutung hat. Er wurde ja auch schon in den heidnischen Sonnenwendfeiern verwendet. Man hat sich einen Absinthgürtel geflochten, hat ihn sich umgebunden und hat dann den Absinthgürtel in dem Sonnenwendfeuer verbrannt, um dann alles Schlechte des vorangegangenen Jahres zu verbrennen. Andererseits galt er als Liebespflanze. Während der Sonnenwendfeiern legten sich dann nämlich Liebespaare auch auf ein Lager aus Beifuß. Und wer vielleicht nicht so gut zu Fuß ist, der sollte sich Beifuß in den Schuh legen. Denn es heißt, wer Beifuß im Schuh mit sich führt, der kann also sehr gut wandern und laufen. Daher eben auch der Name Beifuß, nicht zu verwechseln mit Beifuß. Es ist ja keine Pflanze für Hundebesitz. Außer diesen real existierenden Zauberpflanzen kannte man in der Romantik auch noch eine in der Literatur beschriebene Fantasieblume. Das war die berühmte blaue Blume der Romantik, die ja von Novalis erschaffen worden ist. Sie gibt es nicht in der Realität, aber man suchte halt immer nach ihr, weil sie Sehnsucht verkörperte oder das Finden des eigenen Ichs.
Man hat dieses Motiv immer wieder aufgegriffen und es gibt auch heute noch in den Alpen in Österreich die berühmte blaue Blume Kärntens, sicherlich auch inspiriert durch die blaue Blume der Romantik. Wir sind in der heutigen Zeit angekommen und erstaunlicherweise leben auch heute Zauberpflanzen noch oder auch magische Pilze. Nach einer Umfrage des Alsbacher Institutes glauben auch noch heute 40% der befragten Personen an die Glückswirkung von Glücksklee oder auch von Fliegenpilz. Der Fliegenpilz ist ein altes, magisches Gewächs. Der spielte beispielsweise im Mittelalter bei den Alchemisten eine wichtige Rolle. Die Alchemisten wollten ja aus unedlem Edles herstellen oder auch unedlem Metall Gold herstellen. Und wenn man so einen Fliegenpilz auspresst, dann kann man daraus einen goldgelben Saft gewinnen. So ist es eigentlich naheliegend, dass man glaubte, so ein Fliegenpilz wäre ein Mittel, Gold herzustellen. Oder man kann ihn in den Alchemistenbüchern möglicherweise auch mit dem berühmten Stein der Weisen gleichsetzen. Aber auch heute noch ist der Fliegenpilz von großer Bedeutung. Er wird ja als Symbol auf Glückwunschkarten zu Neujahr, zu Geburtstag, zu Hochzeiten verschenkt. Und es gibt ihn dementsprechend in kunsthandwerklichen Dingen oder auch in kitschigen Produkten, also viel tausendfach zu bekommen. Ja, der Fliegenpilz ist ja eigentlich einer unserer auffälligsten und bekanntesten Pilze. Jedes Kind erkennt eigentlich schon einen Fliegenpilz und glücklicherweise steht der Fliegenpilz in dem Ruf, giftig oder sogar tödlich giftig zu sein, weshalb er doch gar nicht so häufig gesammelt wird. Sonst wäre er sicherlich schon also wesentlich seltener zu finden. Aber der Fliegenpilz steht im schlechteren Ruf, als er eigentlich hat. Denn eigentlich tödlich ist der Fliegenpilz gar nicht. Man muss schon Unmengen an Fliegenpilz zu sich nehmen, dass man daran stirbt. So schlimm ist der wirklich gar nicht. Im Gegenteil, die Schamanen, vor allen Dingen in Sibirien, verwenden den Fliegenpilz in ihren Zeremonien. Zum anderen ist der Fliegenpilz auch in kleinen Dosen eine Heilpflanze. Er wird in der Homöopathie sehr häufig gegen alle möglichen Leiden eingesetzt. Vielleicht noch zum Begriff des Fliegenpilzes. Manchmal denkt man ja, naja, Fliegenpilz, der Hexensessel ist halt eine wichtige Hexenpflanze oder ein Pilz, auf dem eben die Hexen sitzen. Er wurde aber nicht in den Flugsalen verwendet, wie der Name zunächst assoziieren würde. Der Name Fliegenpilz kommt daher, dass er für Fliegen giftig ist. Man hat also früher Fliegenpilz zerrieben, in Milch eingeweicht, man hat diese Töpfchen dann ausgelegt und Fliegen sind angelockt worden und die sind dann auch kurze Zeit darauf gestorben. So, hier in der Hand halte ich einen Glücksklee, einen vierblättrigen Klee. Das ist ein Sauerklee, wie er eben auch zu Neujahr häufig im Blumenhandel verkauft wird als Glücksbringer. Eigentlich bringt ja vor allen Dingen derjenige Klee Glück, der normalerweise nur drei Blättchen hat und nur in Ausnahmefällen vier Blättchen hat. Das ist der Wiesenklee oder der Feldklee, also Gattung Trifolium. Der dreiblättrige Klee ist ja bekanntlicherweise Nationalblume in Irland. Das hat damit zu tun, dass früher der heilige St. Patrick die Kelten zum Christentum bekehrt hat. Die drei Blätter sollten die heilige Dreifaltigkeit symbolisieren, ähnlich wie auch das Erdbeerblatt. Und seitdem ist eben der Klee Nationalblume von Irland. Und am St. Patrickstag tragen die Leute auch ein Sträußchen Klee mit sich herum. Wenn man jetzt in der Mitternacht oder nachts bei Mondenschein einen Glücksklee gefunden hat mit vier Blättchen, bringt das natürlich wahnsinnig viel Glück. Will man Glück in der Liebe haben, dann sollte man sich dieses Vierklee in den Schuh legen. Dann läuft einem nämlich der Angebetete man sollte dieses Kleeblatt in den Schuh legen und dann läuft einem der Angebetete oder die Angebetete vier Tage hinterher. Also man muss sich allerdings beeilen. Nach vier Tagen ist die Wirkung vorbei.
Oder wenn man Hexen entlarven will, Hexen halten ja nicht sehr viel von der Kirche, aber manchmal gehen sie halt doch in die Kirche, sitzen aber aus Protest sozusagen mit dem Rücken zum Altar gewendet. Das sieht man aber als normaler Bürger nicht. Wenn man aber so einen Vierklee bei sich trägt, dann kann man die Hexen erkennen und sie doch mehr oder weniger aus der Kirche verweisen. Ja, alte Zauberpflanzen oder alte Heilpflanzen finden zunehmend bei uns wieder eine wichtige Rolle, auch bei Heilprozessen. Einerseits ist die Phytomedizin wieder stark im Kommen. Da ist beispielsweise das Johanniskraut eine wichtige Heilpflanze. Das ist schon eine wichtige Pflanze in den heidnischen Sonnenwendbräuchen gewesen. Aus den Blüten und Blütenknospen kann man das Johanniskrautöl gewinnen, was ja sehr gut ist bei Hautunreinheiten oder halt bei Hautverletzungen. Oder man kann es auch im Winter gegen Depressionen verwenden. Man muss allerdings nur aufpassen, dass man sich da nicht zu stark im Sonnenlicht aussetzt, weil die Haut für UV empfindlich wird und man dann leicht einen Sonnenbrand bekommen kann. Es gilt auch die Geschichte, dass der Teufel es natürlich nicht so toll fand, dass das Johanniskraut eine wichtige Heilpflanze ist. Das geht gegen die Machenschaften des Teufels. Darum war er so wütend, dass er mit seinen spitzen Fingern die Blätter durchbohrte. Und die Löcher kann man auch heute sehen, wenn man das Blatt gegen Licht sich anschaut. Das sind nämlich lauter helle Pünktchen zu erkennen. Das sind allerdings keine Löcher, sondern Ölbehälter, in denen sich ein durchsichtiges ätherisches Öl befindet. Dann gibt es auch noch Heilverfahren, in denen Pflanzen eingesetzt werden, die so gut wie in keinen quantitativ nachweisbaren Mengen vorhanden sind. Ich denke da beispielsweise an die Homöopathie oder die Bachblütentherapie. Die Pflanzeninhaltsstoffe werden ganz, ganz stark verdünnt. Es geht wohl eher darum, dass Energien übertragen werden. Aber man weiß heutzutage noch nicht ganz genau, oder man weiß einfach noch nicht, wie ist die Wirkung da, aber eine Wirkung ist auf jeden Fall da. Und das hat ja auch irgendwie etwas Geheimnisvolles an sich. Das sind immer noch sozusagen moderne Zauberpflanzen, weil Naturwissenschaftler und Mediziner sich die Wirkung nicht ohne weiteres erklären können. Immer wieder aktuell ist auch das Thema des Drogenkonsums, also nicht nur in der Zeit der Romantik. Und einige dieser Pflanzen spielten halt auch schon in grauen Vorzeiten eine wichtige Rolle. Ich denke da beispielsweise an Hanf, an Cannabis. Das wurde schon in der Antike wurde es für heilige Räucherungen verwendet. Dieser Hanf enthält als Wirkstoff den THC. Das THC, das ist in den Tragblättern an den weiblichen Blütenständen vorhanden, also die weiblichen Pflanzen sind wirkungsvoll. Und es ist auch immer wieder interessant zu beobachten, dass sobald irgendwo in botanischen Gärten oder bei irgendwelchen Ausstellungen Hanf gezeigt wird, auch wenn es nur der Faserhanf ist, dass dort die Blütenstände abgeschnitten werden. Also diese Pflanze übt immer noch eine sehr große Faszination, besonders auf Jugendliche, aus. Aber es gibt auch noch eine ganze Reihe anderer Pflanzen, die von Bedeutung sind, wie zum Beispiel Ephedra oder das Meertreugel. Das ist ein Rutenstrauch aus dem Mittelmeergebiet. Die Triebe sehen so ein bisschen wie Wesendienste aus und es bilden sich dann im Sommer rote Samen mit einer fleischigen Hülle. Dieses Meertreugel enthält Ephedrin. Das ist auch bekannt als Substanz in Nasentropfen. Ansonsten hat Ephedra jetzt eine Bedeutung bekommen als pflanzliche Naturdroge und wird halt auch als Muntermacher wird es halt auch genommen als Aufputschmittel. Ephedrin ist auch manchmal in Dopingsubstanzen vorhanden und das ist natürlich illegal. Bei uns finden zunehmend auch Pflanzen Bedeutung, die aus anderen Kulturkreisen kommen. Da möchte ich nur einmal auf Guarana hinweisen. Guarana stammt von Paulinia cupana. Das ist eine Liane, die ist verwandt mit unserer Rosskastanie und die ist in Brasilien zu Hause. Die Samen enthalten mehr Koffein als Kaffee.
wenn man sie zermahlt, als Getränk verwendet oder auch in Schokolade zu sich nimmt oder in Form von Kapseln konsumiert, dann wird man halt sehr schnell wach und aufgeputscht. Und gerade in unserer heutigen Zeit ist das natürlich in vielen Kreisen gewünscht, wenn man nächtelang durcharbeiten will. Diese Pflanze hat aber auch eine wichtige Bedeutung im Ritus der Menschen im Amazonasgebiet. Es heißt nämlich dort, dass halt ein Junge, der göttlicher Herkunft war, sich im Wald verlaufen hat. Ein böser, gesonnener Gott hat sich in eine Schlange verwandelt und den Jungen getötet. Die Mutter daraufhin nahm die Augen des toten Knabens und hat diese Augen vergraben im Boden, und daraus ist dann die Pflanze gewachsen. Und wenn man sich die reifen Früchte anschaut, die sehen entsprechend aus wie Rosskastanien, nur dass die grüne Hülle der Rosskastanien hier rot gefärbt ist und nicht so stachelig ist. Aber die schwarzen Samen gucken dann ähnlich raus wie die Kastaniensamen. Das sieht dann tatsächlich aus wie ein Auge, was aus der Frucht rausschaut. Und da kann man sich vorstellen, wie eben diese Legende entstanden ist. Also dieser Rundgang zu den verschiedenen Kulturen in verschiedenen Zeiten hat uns gezeigt, dass immer wieder verschiedene, teilweise auch die gleichen Pflanzen von gewisser magischer Bedeutung sind und Pflanzen auch noch heute als irgendwie geheimnisvoll angesehen werden. Und das ist ja eigentlich auch sehr schön, denn was wäre eine Welt nüchtern, wenn es überhaupt gar keine Geheimnisse mehr geben würden? Und Botanik ist einfach spannend.